Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück zu Stellaris mit garantiert keine Weltraumvampire. Immer noch im Krieg mit den Maluki Peacekeepers. Peacekeeper, dass ich nicht lache. So, das sind die, die mir jetzt hier schon zweimal den Krieg erklärt haben. Und jetzt sind wir gerade eben drauf und dran, dafür zu sorgen, dass sie es endgültig bereuen. Dafür müssen wir allerdings jetzt hier nochmal einen ordentlichen Sprung machen. Nämlich dahin. Und ich bin mir gerade eben nicht ganz sicher, ob ich da mit denen hier auch nochmal einen Sprung machen muss. Aber wir werden sie jetzt besiegen. Die letzten Reste von ihnen vom der Platte fegen. Viele haben sie nicht mehr. So ein paar Schiffe, aber... Oh, da sind sie schon wieder hier angekommen. Ich glaube es echt, dass ich jetzt hier vielleicht doch mal meine Truppen anfangen muss aufzuteilen. Ja, sehr, sehr ärgerlich. Okay, das muss ich also später nochmal machen. In Free Traders gibt es auch einen Maschinenaufschnitt. Ich glaube, wir haben ein richtiges Problem mit Maschinen in dieser Galaxis. Ist nur so ein Gefühl. So, die hier holt sich jetzt hier weg. Ich frage mich halt, was ich alles noch machen muss, damit die endgültig weg sind. Ah, wir haben ein Ökominopolis erreicht. Na also, Freunde, jetzt geht's los. Wir können demnach, jetzt warte mal, wir haben jetzt hier 8 Arbeitslose. Ich mache jetzt erstmal hier 1 davon, weil das produziert ja schon 10 Jobs. Und danach sehen wir mal weiter. Diese Ökominopolis wird ein bisschen umgebaut werden mit der Zeit. So, wir teilen jetzt unsere Flotte auf. Und erobern jetzt hier den ganzen restlichen Kram. Ich weiß nicht, wo die noch leben. Aber ich werde dafür sorgen, dass sie nicht mehr viel haben, wo sie hin können. So, Freunde, ihr geht da noch hin. Du gehst da noch mit. Das sind echt die Reste, die sie ja haben, ne? Haben die noch irgendwo irgendwas? Nö. Ich weiß gar nicht, mit welchem Anrecht die überhaupt noch durchs All fliegen. Bandenkriege gibt's hier. Warum? Immer die Antiverbrecherkampagnen hier rein. So, du gehst dahin. Können es gemeinsam da hoch. So, zip, zip, zip. Wenn wir das gemacht haben, werden wir die hier wegholzen. Sie haben gleich keinen Raum mehr. Ich frage mich gerade immer noch, wie sie das machen. Also ich meine, überhaupt noch zu existieren. Kommt mal hierher, Freunde. Einfach mal hierher kommen. Du springst da rein. Halt. Nee, eigentlich könnt ihr hier bleiben. Ihr könnt hier bleiben. Es warte mal ganz, ganz kurz, bis die sich hier zusammengeschlossen haben. Denn da ist ja immer noch ein Kreuzer, der der Meinung ist, dass er zu irgendeiner Flotte hier gehören will. Oder auch nicht. Dann lösche ich ihn halt. So. Und jetzt. Kommando. Sack zu, Affe tot. Wir kämpfen auch direkt mit. So, die haben noch diesen einen Planeten hier, wie ich gerade eben sehe. Das ist das letzte, was sie haben. Das letzte, was sie eigentlich haben können. A study has been completed. So.
in den Orbit fliegen. Wir verbessern hier die Panzerung. Nochmal die Lebensdauer. Wie viel haben sie hier? Das ist armselig. Armee landen. Die wollen immer noch nicht aufgeben. Die haben keinen Ort, wo sie ihre Schiffe wieder spawnen können, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo die sind. Ich weiß übrigens, dass ich mit der Nahrung voll bin. Ist mir gerade egal. Ja, gebt ihnen halt mehr Leistung. Sie sind weg! Yes! Oh, einfach so sind sie weg. Halleluja, ey. Ausgezeichnet. So, euch und euch tue ich nochmal ein bisschen upgraden. Denen hier und denen hier sage ich jetzt, dass sie weniger Korvetten haben sollen. Beim Flottenmanager. Die reichen hier. So, 13, genau. Oh Gott, Leute, wir haben es geschafft. Also es lief wirklich komplett auf eine vollständige Assimilation von unserer Seite hinaus. Was ist eigentlich mit dieser Flotte? Sehe ich die hier irgendwo? Ja, ich sehe sie. So, 13, dann tue ich hier noch Schlachtschiffe rein. Bereite im Grunde eigentlich schon die nächste Flottille vorne. So, welche Titane sind eigentlich schon am Start? Ach, das mache ich, sobald ich sie alle gebaut habe. Mein Gott. Okay, macht euch mal auf den Weg nach Hause. Da kann ich nämlich jetzt hier diese Schiffswerft, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr ausbauen. So, zu viel Nahrung, ne? Immer noch dasselbe Problem. Verkauf gleich zweimal hier. Wir machen jetzt nach wie vor zu wenig seltene Kristalle. Jetzt, wo der Krieg vorbei ist, können wir uns wieder um die gesamte Wirtschaft hier kümmern. Wir haben schon wieder 6 Pops, die arbeitslos sind. Es gibt doch sicherlich einen Ort, wo man die unterbringen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Sehr gut. Dann gucken wir mal, was mit euch ist. Sie sind auch welche arbeitslos. Die kriege ich auch hier nicht mehr unter. Dann muss ich die auch nochmal woanders hin verschieben. 1, 2 und 3. Hier haben wir 2 Arbeitslose. Das können wir damit noch regeln. Der hier wird sich noch regeln lassen. Ja, nee, ich mache hier zu wenig Gase. Das hier machen wir. Wird sich aber auch noch regeln. Was ist da los? Hier fehlen Wohnräume. Und zwar nicht zu knapp. Also ersetze ich das hier nochmal durch einen Wohnraumdistrikt. Ja, was soll man dazu sagen? Diese Luxusresidenzen reiße ich mal ab. Abreißen. Die braucht gerade eben keiner. Einen Wohnraum hat der Planet ja eigentlich. Oh Gott, hier ist noch mehr Wissenschaft. Ich brauche nicht noch mehr Wissenschaft. Immer exotische Gasraffinerien, weil die fehlen mir gerade eben so ein bisschen. 3 Jobs. 3 und 4. Wir kommen später zu diesem Planeten hier wieder zurück. Dem fehlt jetzt auch einer. Jetzt bin ich halt am Überlegen, weil ich halt so viele Wohnräume habe, dass ich das nochmal ändere. Eventuell das da ersetzen durch sowas hier. Was mache ich denn damit? Wirtschaftszone nochmal vergrößern.
Ja, da ist ja irgendwas. Gott, warum ist das alles kaputt? Gott, synthetische Kristallanlage. Jetzt weiß ich warum. Hier fehlen eine ganze Menge Pops. Aber so richtig. Wie heißt das? Ultrax Point. Viele Leute nach Ultrax Point um. Erstmal. Ja, diese Liste hier ist einfach nur von Arsch. Entschuldigung, aber ist doch so. Da. 1, 2, 3, 4. Guck mal gerade eben, ob ich irgendwo noch größere Mengen an Arbeitslosen habe. Hier bei Cradle. So. Hier bei Schmo. Gott, sind da viele. Schmo muss ich mir mal genauer angucken. Ja, Schmo geht's echt nicht so geil. Ach, die haben den gesamten scheiß Planeten umgebaut. Ersetzen durch eine Aufstiegskammer. Ist das, ist mir egal. Ich werde das jetzt hier abreißen. Abreißen. Dann kann ich die von Schmo hier nämlich wegschicken, die Leute. Das brauche ich alles nicht. Macht das Ding hier relativ leer jetzt. Also gut. Hier können eine ganze Menge Leute jetzt hier umgesiedelt werden. Und zwar... Wer hat noch Jobs? Harbor hat noch Jobs. Was mal Ultrak, Ultrak, Ultrak. Ultrak hat jetzt keine Jobs mehr, okay. Aber diese Savannenwelt hat ja noch Jobs. Zehn, elf, zwölf, dreizehn. So, das muss ich nochmal kurz mal gucken. Der hat noch fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du hast noch zwei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Du trägst gerade doch noch Jobs, wie ich gerade sehe. Okay, das lasse ich jetzt mal gerade eben. Jetzt muss ich nochmal nach Ultra gucken. Erstmal finden vor Lachen. Da. Ja, aber das ist jetzt okay. Oh, ist hier noch diesen Generator-Distrikt gerade eben. Aus irgendeinem Grund mache ich gerade eben saumäßig Minus. A study has been completed. So. Kauf einfach noch mehr. Schaden von Energiewaffen erhöhen. Wir machen hier immer noch zu wenig. Also genau genommen Minus. Reparieren. 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 Ultrax Point. Genau, da habe ich noch Jobs, nicht Prime. Das habe ich verwechselt. Aber jetzt reparieren wir hier erstmal so nach und nach. Da gibt es hier noch mehr Jobs. Hier fehlen jetzt Wohnräume. Das können wir ändern. Wohnraum ist kein Problem. Das hier reparieren wir mal. Was ist das hier? Eine exotische Gasraffinerie. Ja. Die Wirtschaftszonen ersetze ich auch durch exotische Gasraffinerien. Ich mache jetzt lieber ein bisschen mehr, weil wir werden sowieso noch mehr davon brauchen. Hier fehlen auch 6 Jobs. Aber der Arbeitslosen sind ganz normale Leute. Okay, dann mache ich das hier noch in eine Wirtschaftszone rein. Ich ersetze ich auch durch eine Wirtschaftszone. Heiligsblechle, was haben die denn mit dem Teil hier gemacht? Das sieht mir ja schon beinahe wie Sabotage aus. Das ist halt echt die Härte, ey.
Okay. Meine Schiffe sind angekommen, weitgehend. Jetzt bauen wir die Flotten aus. Was mache ich mit dem kleinen Kerl? Ich weiß es nicht. Pack ihn mal hier daneben hin. So, also ihr seht, was wir hier alles kontrollieren, ne? Trotzdem sind wir bei weitem nicht. Es gibt einfach keinen Grund, richtig zufrieden zu sein. Was ist eigentlich das hier? Uralte Schiffswerft. Das forsche ich doch glatt mal. Das Gemeine ist halt echt, dass ich nicht auf Platz 1 bin. Die sind auf Platz 1. Wow! Die sind mir in allem ebenbürtig. Heiligsblechle. Die da. Daran müssen wir arbeiten. Das kann so nicht bleiben. Was machen wir mit dieser Gießereiwelt? Exotische Gase. Können wir nochmal eins reinnehmen? Wie gesagt, bringt uns nicht um. Hier brauchen wir aber auch nochmal seltene Kristalle. Warum kann ich nicht nochmal eins bauen? Ach, das sind die richtigen Kristallminen. Ups. Verwechselt. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit dem Kerl hier machen soll. Ich könnte ihn. Kann ich ihn Patrouille fliegen lassen? Lass ihn mal Patrouille fliegen. Bis hier. Einfach so hin und her. Falls es irgendwelche Rebellen gibt, die ja gerne mal da unten auftauchen. Ich habe jetzt auch eine Raumstation zu viel. Die muss ich auch nochmal ordnen hier, die Raumstationssituation. Das mache ich auf jeden Fall wieder plus mit allem. Welche Raumstation brauchen wir denn definitiv nicht mehr? Eigentlich die. Hier gibt es kein Sterntor, hier gibt es gar nichts in diese Richtung. Ich stufe das hier herab. So, Problem gelöst. Behaupte ich jetzt einfach mal. Da sind nochmal ein paar Space-Amöben. Ich brauche ich aber auch nicht wirklich. Im Gegensatz zu dir. Dich brauche ich. Nein, nein, halt. Upgraden. Das andere. Den anderen Button klicken. So. Den hier brauche ich definitiv. Und dich brauche ich eigentlich auch. So. Das geht jetzt schon mal in die richtige Richtung. Hier fehlen mir jetzt schon wieder zwei Jobs. Ich siedle die einfach um. Ultrax Point. Oh ne, warte mal. Ist Ultrax Point? Ja, Ultrax Point ist echt voll. Umsiedeln. Dahin. Ich sehe, was total doof ist. Ich habe zwei Ultrax Points. Jetzt sehe ich erst, was das Problem ist. Ultrax Point 2. Warum habe ich zwei Ultrax Points? Wahrscheinlich, weil das Spiel zweimal den Namen vergeben hat. Einmal, als es mir gehört hat, und einmal, als es jemand anderem gehört hat. Das ist super, ey. Ultrax Point, Ultrax Point. Treadle hat Arbeitsprobleme. Wachsende Arbeitslosigkeit auf Velti. Ich muss gleich mal nach Velti gucken. Wo ist Velti? Da. Ah,
dich mache ich jetzt zu... sowas hier. So. Jetzt gucke ich noch mal ganz, ganz kurz hier nach meinem Wasat. Wasat fehlt auch, fehlen auch Arbeitskräfte. Okay. Das ist eigentlich totaler Quatsch, dass ich das hier habe, ne? Das weiß ich selbst auch. Werde ich in absehbarer Zeit ersetzen. So, sobald ich die jetzt hier alle gebaut habe. Das ist nur ein Anführer. Das sind zwei Spezialisten, die einfach nur gedowngradet werden müssen. Hier ist richtig was los in Sachen Arbeitslosigkeit. Halligalli. Okay, es gibt doch sicherlich noch, genau, warte mal. Ich habe doch Ultrax Point 2. Erstmal finden, Wollachen. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist mir egal, ob es jetzt hier was kaputt geht. Ich will die Arbeitslosen loswerden. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ist mir egal. 15. So. 16, 17, 18, 19. So, jetzt gucken wir uns Black an. Black hat jetzt hier einige Gebäude verloren, das wissen wir. Das hier ist eine Zivilindustrie, eine Legierungsgießerei. Ganz im Ernst, ich reiße die wirklich ab. Wachstum entmutigt, Robotermontage. Ja, eigentlich darf das Ding ja schon wachsen. Es braucht halt bloß mehr Platz. Warum habe ich jetzt angeblich auf Ultrax Point eine wachsende Arbeitslosigkeit? Achso, weil ich alle dahin habe. Sind die falschen Pops, die hier arbeiten? Wir versuchen das mal hier hinzubekommen. Es sind jetzt einige Spezialisten. Manche von denen werden demnächst sogar ihre Rolle überdenken. Das ist okay. Construction venture completed. Dasselbe mache ich jetzt auch hier, ohne Witz. Seid doch mal schöne Planeten. Mit tollen Eigenschaften und so. Mineralien. 1, 2, 3. Und vorbei. Mal hier Minus, aber das ist relativ egal. Ich könnte ja immer noch aufhören, so viel zu verkaufen. Da ist nochmal eine weitere Fraktion gerade eben draufgegangen. So, wir machen auch immer mehr Legierungen. Das finde ich gut. Was mache ich hier mit diesen Zwölfern hier? Ich weiß es nicht. So oder so, unsere Materialien gehen auf jeden Fall ja ganz, ganz schnell hier immer in unsere Schiffe. Oh. Bauen. The Preserve haben wir hier eingenommen. Okay. Weiß nicht, was ist Preserve? Das ist eine Autoschmiede. Geil. Ey, ohne Witz, sie haben da Gebäude gebaut. Das kann man sogar theoretisch exploiten. Du lässt dir was erobern und dann nimmst du es ihnen wieder weg. Ersetzen durch Bergbaudistrikt. Ersetzen. Warum kann ich das nicht? Keine Ahnung, ich kann es nicht ändern. So, wir machen immer mehr Legierungen. Das kann auch mit an Wasat liegen. Das finde ich gut. Hier sind hier auch gleich keine Diener mehr. Es läuft, wie es soll. Rattle.
Gretel hat hier, glaube ich, jede Menge Diener. Volk. Ich weiß nicht, wie ich die alle hier in irgendwelche Jobs bewegen soll, aber ich brauche sie hier für diese Position. Das ist das eigentliche Problem. Wenn ich hier unter 85 falle, verliere ich halt diese ganzen Gebäude. Die Frage ist halt, ob das Ding hier halt wirklich sinnvoll ist. Ersetze es und mache hier, glaube ich, lieber eine Wirtschaftszone draus. Wirtschaftszonen sind die, die am meisten Jobs bieten. Ja. Und irgendwann mal kann ich das hier. Wobei, es sind auch 6 Nekrophyten. Boah, wie geil. Plus 1 Nekrophyt für je 50 Bewohner. Bei Überbevölkerung machen wir also Ausnahmen. Ich sehe schon. Mhm. Meine Flotten sind demnächst endlich wieder auf Sollstand. Ey, bin so froh, dass ich diese Kriege jetzt hier hinter mir habe. Also dieses dämliche erwachte Reich, ey. Ich weiß gar nicht, warum es mich angegriffen hat, wenn man bedenkt, dass ich gar nicht auf Platz 1 bin. Ich bin nur auf Platz 4. Lasst uns das mal hier gesagt sein, ne? Wo sind die anderen denn stärker? So, dann Systemen. Also ich habe viel mehr Systeme. Ich weiß es nicht. Aber ich befürchte, dass die Endgame-Krise jetzt jeden Augenblick losgehen könnte. Ich glaube, ich habe 100 Jahre für die Endgame-Krise geplant. Ich habe ein bisschen Schiss. Sie könnte zwiebeln. Sie könnte ein bisschen zwiebeln. Eieieiei. Das hier verbessern wir auch noch schnell. Hier fehlen schon wieder Arbeitsplätze. Hier sind auch 2 arbeitslos. Die kriege ich auch nirgendwo mehr unter auf diesem Planeten. Ultrax Point 2 hat jetzt wieder Arbeitsplätze frei. Naja, hat es schon die ganze Zeit, aber es waren halt die falschen Pops, ne? Hier fehlt mir sogar Wohnraum. Den sollte ich auch umsiedeln. Wo ist er? Hä? Dann ist er weiter oben. Wieder Arbeitslose. Wir machen jetzt hier keine Minus mehr, aber exotische Gase könnte man trotzdem noch ein paar mehr machen. Wobei, ich denke, wenn ich jetzt hier erstmal das da baue, dann habe ich nochmal ein bisschen mehr Wohnraum. Ja doch, das ist. Der Planet ist nicht so groß, dass es Sinn macht, etwas anderes auf ihm zu machen, außer sowas wie Gase oder sowas. Mach ich nochmal 2 Gas-Sachen rein. Bauen, bauen. Wir machen nicht mehr besonders viele flüchtige Teilchen. Ich ersetze das Ding danach. Auch mit so einem flüchtigen Teilchenteil hier. Und das hier auch. Ich mache übrigens absichtlich gerade meine Erlasse nicht an. Ich spare gerade eben, weil warum sollte ich? Es gibt für mich gerade eben wenig Grund. Oh, Mann. Schon wieder so eine Kraut- und Rübenwelt. Ich sag's euch. Es tut immer weh, sowas zu sehen. Und das hier ist sowieso die größte Beleidigung, hier diese Luxusresidenzen. Das hier wird eine Gießereiwelt. Man kann nie genug davon haben. Wieder 2 Arbeitslose. Eieiei, wohin damit?
So. Wir sind an diesem Punkt des Spiels, wo es einfach nur noch darum geht, hier alles zu verwalten. In der Hoffnung, dass man dabei nicht wahnsinnig wird. Warum kann ich das hier nicht ändern? Es steht halt nicht mal dran. Warum? Seltsame Sache, das. Dong, 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 dong. In Cradle fehlen mir jetzt hier mehrere Bosse. Immer zu, dass ich hier noch mal ein paar hier noch was in der Richtung mache. Noch mehr Arbeitsplätze. Ey, die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit ist die größte Herausforderung des 25. Jahrhunderts für uns. Ich sag's euch. 2 Wohnräume zu wenig. Ändern wir. Wie viel auch Wohnraum? Ändern wir. Weil ich das hier dann noch bauen kann. Okay, Freunde, wir sind leider wieder am Ende der Folge angekommen. Wir bauen unsere Flotte weiter auf. Und eine Weile dauern, bis sie voll am Start ist. Aber dann sind wir, glaube ich, rein militärtechnisch hier die mächtigste Flotte in der gesamten Galaxis. Ich bin am Überlegen, ob ich dann jetzt hier noch mehr einfach mir also einverleiben will. Schauen wir mal, was die nächste Folge bringt. Könnte natürlich auch die Endgame-Krise dann kommen, ne? Schöne Zeit, macht's gut. Tschüss und Ade.